Major Lazer mit neuem Video, Gorillas mit eigener App, ja, und ja, Bowser, und Bowser ist auch hier. Das alles und mehr jetzt hier in... Endlich gibt's ein Musikvideo zum Song Run Up. Ja, das ist der neue Song von Major Lazer featuring Nicki Minaj und Party Next Door. Und den Song finden wir dann auf dem 4. Studioalbum von Major Lazer. Wann das rauskommt, weiß irgendwie noch keiner, aber ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. In dem Video sehen wir tanzende Menschen auf einer Party. Ja, aber die tanzen irgendwie nicht miteinander, sondern konzentrieren sich nur auf ihr Smartphone. Ja, das ist also eindeutig eine Kritik an unsere heutige Gesellschaft. Also ja, ich weiß ja nicht, was die meinen, aber wenn ihr euch in dem Musikvideo selbst wiedererkannt habt, dann schreibt sie mal unbedingt in die Kommentare, weil ich wette, das sind doch mehr, als uns allen lieb ist. So say goodbye and hit the road, pack it up and disappear. Ein weiterer Linkin Park-Song vom neuen Album One More Light ist draußen. Ja, der Song heißt Good Goodbye und sie haben sich nicht irgendjemanden mit auf die Platte geholt, sondern Pusha T und Stormzy. Ja, Stormzy geht ja gerade mega durch die Decke, das heißt, sie führen den Zeitgeist und so muss es sein. Und Chester Bennington hat was richtig Tolles in einem Interview erzählt und zwar hat er gesagt, ey, wir fühlen uns gerade so mega kreativ und ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen Haufen Pop-Songs machen würden, die scheiße klingen, ja, dann sind sie halt scheiße. Aber wenn wir einen Haufen Metal-Songs machen würden und wir uns gar nicht danach fühlen und die auch scheiße sind, sind sie scheiße. Also Fazit ist, sie machen das, auf was sie Bock haben und vor allem richtig gut. Und wenn ihr die Jungs auch ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann checkt mal unbedingt unser neues Format mit den Jungs ab und zwar I'm the best member of my band. Mega nice geworden. Ja, richtig gesehen. Gorillas bringen jetzt kurz vor Release-Date ihres neuen Albums Humans eine eigene App raus. Ja, eine Mixed-Reality-App, quasi gepaart mit der echten Welt. Und wenn ihr da drin irgendwas anklickt, kommt ihr dann in die virtuelle Welt. Also mega geil gemacht. Checkt mal die App aus. Es ist wirklich High-Level-Shit. Ja, und die, die die App bereits hatten, ja, die konnten heute schon ins neue Album hören. Ja, eine Pre-Listening-Session in der App. Also wahnsinnig krass, was die da auf die Beine gestellt haben. Und letzte Woche habe ich euch erzählt, dass 2D und Murdoch ihr allererstes Live-Q&A geben werden. Ja, und so war es auch. Die haben in Echtzeit Fragen beantwortet. Ey, was für eine krasse Technik. Thumbs up. Königin der Nacht, hör nie wieder auf mit dem, was du machst. Ich bin immer nur hier, um dich zu sehen. Happy Release Day, Bowser! Ja, sein neues Album Drei Farben Haus ist seit heute draußen. Und Anfang der Woche hat er uns ja noch ein Musikvideo beschert. Stripperin kam raus. Aber Leute, was erzähle ich denn hier? Bowser ist zu Gast. Hey Bowser, erzähl mal selber was über dein Album. Hallo Freunde, ich bin der Bowser. Und ich erzähle euch jetzt was über mein Album Drei Farben Haus. Warum heißt es so? Es ist benannt nach dem ältesten Bordell in Stuttgart. Es ist ein Album über die Liebe, über das Leben, Eskapaden und Emotionen, ansprechend musikalisch verpackt auf einer Platte. Ab 21. April überall erhältlich, holt euch Drei Farben Haus. Und hiermit gebe ich zurück zu Vero. Bis dann, Habibis. Yeah, danke Bruder. Ja, wir kaufen uns alle drei Farben Haus und jetzt geht's weiter mit den Short News. Nach ihrem Erfolgsfeature mit den Linkin Park Jungs, ja, ist sie jetzt solo zurück. Die Rede ist von Kiara. Ihre erste Single von ihrer neuen EP heißt Whippin' und die hat sie zusammen produziert mit Felix Snow. Und übrigens, ja, Felix Snow ist auch Mitglied von der Band Terror Junior, wo wir noch nicht wissen, wer die Sängerin ist, ne? Und ich sag ja nur 1+1, ne? Hm? Jasmine Thompson ist mit ihrem offiziellen Musikvideo zu Mad World am Start. Ja, und den Song kennen wir ja ursprünglich von Tears for Fears. Und dass sie den jetzt gecovert hat plus Video ist auch kein Wunder, denn das macht die Gute ja schon seitdem sie 11 ist in ihren zahlreichen YouTube-Videos. Guckt mal in das Video rein, ist sehr gut geworden. Wie ihr ja wisst, ist Mike Singer gerade auf großer Karma-Tour. Und wie es sich heutzutage gehört, nimmt er euch mit in seinen Tour-Blogs. Ja, checkt die unbedingt auf seinem Kanal mal ab. Wir haben Ed Sheeran und Anne-Marie getroffen und mit ihnen eine Runde Tabu gespielt. Und Leute, es ist so amüsant geworden, denn im falschen Moment wusste Anne-Marie nicht mal, wie Ed Sheerans neues Album heißt.
Also mega lustig geworden. Guckt euch das unbedingt an, denn da drin ist auch ein richtig cooles Gewinnspiel versteckt. Jetzt habe ich für euch noch das neue All About mit Paramore und natürlich auch noch die Playlist zu unseren exklusiven Formaten hier auf unserem Channel. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Mua, eure Vero. Bye.